Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goody mit einem weiteren Video zu Crash Team Racing Nitro Fueled. Und heute geht es um alle Abkürzungen in den neuen Maps, denn, ja, die Profis unter euch wissen es bestimmt. Ich muss leider sagen, ich gehöre nicht zu den Profis, die das Spiel von damals halt nicht kennen, sondern für mich ist Crash Team Racing komplett neu. Aber dort ist halt einfach Mode, eine Menge Abkürzungen mit auf den Strecken einzubauen. Und wo sich diese ganzen Abkürzungen verstecken, jetzt in den neuen Leveln, das gibt es jetzt hier bei mir im Video. Es gibt dafür auch vereinzelte Trophäen. Es gibt also für das Finden aller Abkürzungen Trophäen. Dann gibt es ein Level, dort haben wir 4 Abkürzungen. Da gibt es eine Trophäe dafür, wenn ihr alle 4 Abkürzungen in einem Rennen nutzt. Und dann gibt es natürlich auch noch einzelne Rennen, wo es nur für das Finden der Abkürzung eine Trophäe gibt. Also ihr seht, das Ganze ist bunt gemischt. Ich habe das Ganze für euch hoffentlich hier, sage ich mal, so gut wie möglich aufbereitet, so dass ihr das Ganze halt auch gut nachvollziehen könnt. Ich werde euch natürlich hier das nebenbei erklären und ich würde mich wahnsinnig natürlich darüber freuen, wenn euch das Video hier gefällt, dass ihr daran denkt, auf alle Fälle den Like-Button zu klicken, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auch das zu tun, denn genau mit einem Abo und einer Glocke aktiv verpasse ich hier weiter kein neues Video. Ich werde natürlich noch zu Crash Team Racing weitere Videos für euch bringen, die ihr ja hoffentlich für euch auch genauso nützlich sein werden. Wie gesagt, momentan schwitze ich da selber ein bisschen Blut bei. Ich muss mich daran gewöhnen. Ein spaßiges Spiel auf alle Fälle. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt hier ganz viel Spaß mit den Abkürzungen. Und ich sage bis gleich. So, und damit kommen wir jetzt hier zum ersten Level, und zwar der Crash-Bucht. Hier gibt es gleich kurz nach dem Start, also wir sind hier gerade am Start gewesen, nehmen hier die erste Kurve, die nächste Kurve, die Rampe, und dann gibt es hier in diesem Tümpel eine Sprungstelle, und zwar hier. Genau, und da müsst ihr hochspringen. Also ihr merkt das, könnt ihr also nochmal mit L1 so einen kleinen Sprung machen an der Stelle. Nehmt einfach wirklich haargenau da die Stelle, wo ich sie genommen habe, im Teich. Dann sollte das passen, dass ihr auch wirklich vom Boden abhebt und dort die Abkürzung nehmt. So, weiter geht's mit dem Abwasserring. Wir sind auch wieder hier direkt am Start. Kommen jetzt in die sogenannte Halfpipe-Sektion gleich hinein. Und zwar ist das das mit dem Abwasser in der Mitte, wo rechts und links oben, ja, sag ich mal, Gehsteige sind. Keine Ahnung, wie ich es gerade nennen soll. Und dort fahren wir auf den linken drauf. Ihr seht das hier auf den linken. Und gegenüber seht ihr schon die Lücke. Da springen wir jetzt rein. Und zwar hier abspringen. Und dann habe ich Schwein gehabt, dass das Haar genau gepasst hat. Da muss halt das Timing wirklich springen. Da muss das Timing wirklich springen. Da muss das Timing wirklich passen. In dem Moment, wo ihr abspringt. So, nächster Level, nächste Abkürzung. Großröhre. Hier gibt es keinen Erfolg, wenn ihr das erfolgreich macht. Das ist auch gut so, weil so erfolgreich sieht das bei mir nicht aus. Sobald ihr das Dino-Skelett seht, nach dieser Kurve, seht ihr das Dino-Skelett da hinten. Und hier gleich links neben den Knochen runter. Hier wollen wir hin. Hier könnt ihr noch ein bisschen Driftzone nutzen. Und wenn ihr ein Glück habt, stoßt hier nicht wie ich gegen den Knochen und habt eine schöne Abkürzung. Weiter geht's in den Coco Park. Direkt am Start wieder. Und zwar eine ganz, ganz simple Abkürzung. Die ist wirklich ganz einfach zu meistern, kein Sprung, kein gar nichts notwendig, einfach hier in der Mitte zwischen dem Blumeneimer durchfahren, bisschen drin herumhüpfen und wieder zurück auf die Strecke hier. Ihr könnt dann hier hinten nochmal ganz gut abkürzen, da hat das Spiel nichts dagegen, aber ich denke nicht, dass das eine offizielle Abkürzung ist, weil es ist ja einfach hier nur Kurve schneiden, mehr nicht. Damit geht es rüber in den Tigertempel. Hier im Tigertempel ist das so, wir sind hier momentan in den Time Trials, also wo? In den Zeitrunden. Und dort ist die Tür nicht zu. Das bedeutet also, wenn ihr normales Rennen fahrt und die Abkürzung nutzen wollt, braucht ihr Lenkraketen oder ähnliches oder meinetwegen diese Bowlingkugel, um den Weg erst frei zu schießen. Dann ist da nämlich eine Tür vor. Hier, wie gesagt, im normalen Zeitrennen nicht. Und zwar geht es auch hier links ab. Hier wäre die Tür. Und wir können hier einfach durchfahren und kriegen, wenn wir auf einer Seite herauskommen, die Trophäe Lass mich rein. Damit ist also auch die nächste Abkürzung im Tiger-Tempel Geschichte. Und wir gehen rüber zu Papus Pyramide. Hier haben wir 2. Wir sind hier auch wieder direkt nach Start und Ziel. Kommen hier in diese relativ enge Passage rein, wo wir halt ja nur um die Kurve fahren, um dann auf eine offene Strecke mit fleischfressenden Pflanzen zu kommen. Also schön mittig halten hier. Dann hier schön bisschen Drift-Boost würde ich empfehlen. Und dort seht ihr schon die Lücke in der Mauer geradeaus.
Und hier, wenn das Timing stimmt, dann sieht das so aus und ihr landet drauf und erhaltet dafür wieder eine Trophäe. Und dann gibt es hier noch eine weitere Abkürzung, und zwar, wenn ihr dann hier hochkommt, könnt ihr direkt einmal hier nach rechts abbiegen. Ein Sprung, noch ein Sprung und ihr seid rechts drüben auf der anderen Strecke. Wenn ihr genug Speed habt, geht das, glaube ich, sogar mit einem Sprung. So, damit wartet der Polarpass auf uns. Das nächste Level, die nächste Abkürzung, Abkürzung Nummer 8 hier auf den neuen Strecken, ist relativ einfach. Hier diese Passage ja halt schön mit Speed nehmen. Dann kommen wir gleich zu einer Holzbrücke. Und die spätestens solltet ihr wirklich gut mit L1 hier rüberspringen oder halt LB, damit ihr Speed habt, um geradeaus den Sprung zu schaffen. Da kommen die paar Seelöwen gleich im Weg, den weichen wir aus und springen einfach geradeaus rüber. Und zwar hier abspringen, genau da, wo halt so ja der kleine Knick ist, und dafür gibt es auch schon wieder eine Trophäe. Wie gesagt, das ist nicht bei jeder Abkürzung der Fall. Hier war es wieder soweit, es gab eine Trophäe. Und damit geht es rüber in die Drachenminen, und auch hier werden wir eine Trophäe erhalten. Und wir werden auch einen schlechten Versuch sehen, aber wir sehen einen Versuch mit Trophäe am Ende, und darauf kommt es an. Und zwar fahren ja hier diese Minencarts durch die Gegend, wie ihr da gerade gesehen habt. Und wir müssen hinter einem hinterherfahren, dürfen uns nicht von dem nächsten überfahren lassen, weil dann scheitert der Erfolg. Das wollen wir also nicht machen. Und zwar müssen wir dafür relativ eng abbiegen, und da müssen wir auch noch einigermaßen Speed aber drauf haben, damit der Sprung gelingt. Und ihr werdet gleich sehen, das habe ich nicht drauf, leider. Aber, wie gesagt, der Erfolg kommt, denn ich werde nicht überfahren. Da ist der Minecart, und dann einmal hier rein, hier rechts abbiegen, den Schienen folgen und dann gleich wieder hier links springen. Und ja, ne, genau. Die Minenfahrt, die Trophäe ist da, aber aussehen sollte es so nicht. Deswegen schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie es normalerweise aussehen sollte. Da sind wir, biegen hier ein, auch wieder nicht ideal, alles andere als ideal. Aber hier der Sprung, und so passt es dann auch wunderbar mit dem, wie es läuft. Blizzard Bluff. Abkürzung Nummer 10 kommt hier an dieser Stelle. Und auch Blizzard Bluff lohnt sich wirklich zu machen. Das ist nämlich einiges zu tun. Und zwar fangen wir erstmal an. Es gibt hier 4 Abkürzungen. Nehmen wir erstmal die erste hier. Konzentrieren wir uns erstmal ganz kurz drauf. Richtig Dampf geben. Hier müsst ihr richtig in der Sektion hier Dampf geben. An der Kugel hier vorbei. Und dann springen wir gleich nach links ab. Ihr werdet das sehen. Hier rüber. Driftboost. Und hier links rüber. So, das war Abkürzung Nummer 1. Neben uns waren schon Abkürzungen 2 und 3. Es gibt insgesamt 4. Und ihr müsst alle 4 nutzen in einem Rennen, um die Trophäe dafür zu erhalten. Also, deswegen empfehle ich euch, in der ersten Runde das zu machen, was ich euch gerade gezeigt habe. Dann Runde 2, den Sprung hier oder davor den Zaun. Ist nicht schön, ich weiß, ist nicht schön, ist mir nicht besser gelungen, aber der Zaun ist halt die Abkürzung gewesen. Und damit kommen wir gleich zur nächsten Abkürzung. Und zwar Startziel könnt ihr direkt hier links abbiegen, hier zwischendurch. Das ist eine von den Easy-Abkürzungen. Und dann haben wir jetzt nochmal den vorderen Zaun als weitere Abkürzung, und das ist dann die 4. Und wie gesagt, die müsst ihr halt alle in 3 Runden aneinander rein und erhaltet dann dafür die Trophäe. So, wieder ein bisschen Driftboost, weil ihr müsst so ein bisschen Speed haben, sonst klappt der Sprung nicht. Das sieht jetzt was aus wie geschlichen und ja, und nicht schön, aber seid ihr langsamer, habt ihr weniger Vortempo, dann kommt ihr da nicht rüber und fahrt doof gegen. So, Burg Cortex, habe ich gerade Burg gesagt? Genau, ich wollte Vortex sagen. Burg Cortex. Hier die beiden Spinnen, ne? Die Passage hier schön ein bisschen Speed aufnehmen, ist jetzt nicht mega wichtig. Ich nehme da gerne ein bisschen Speed mit. Ich nehme auch hier gerne den Charakter, weil das komischerweise mit Pentapenguin, ich habe es nicht hinbekommen, den Sprung hier rüber. Und jetzt hier diese Rampe, und da habt ihr gesehen, also der Sprung Pentapenguin hat dieselben Stats wie hier Crocodile Dundee hier. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie er heißt. Aber auf alle Fälle, die Stats sind identisch, aber die Sprünge klappen mit ihm hier besser. Kann ich euch nur sagen. Ich habe es also wirklich lange, lange und viel probiert mit Pentapenguin. Es wollte nicht funktionieren. Mit ihm ging es dann relativ flott. Also deswegen nehmt vielleicht lieber ihn zur Hilfe, wenn der Sprung bei euch nicht gelingen mag. Und damit war es das. Wir sind durch. Das waren, ja, alle Sprünge in den neuen Leveln. Die klassischen, glaube ich, müssen auch noch mit Video versorgt werden. Aber hier habt ihr erstmal, ja, sage ich mal, die ersten Teil erledigt. Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen. Oder besser gesagt, die Sprünge haben euch gefallen, geholfen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Denn richtig mit Glocke aktiv verpasst ihr hier nichts Neues. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.